Den Rosengarten hier gibt es schon seit 1925. Hier wachsen und gedeihen über 7500 Rosenstöcke aus den verschiedensten Arten. Und vielen Mainzern ist der Ort sicherlich ans Herz gewachsen, wahrscheinlich auch wegen des Wein- und Künstlermarktes, der hier jährlich stattfindet. Von so manchem liebgewonnenen Ort muss man sich aber irgendwann einmal verabschieden. So auch von der Mainzer Filmpassage, einer Stammvideothek von vielen Filmwissenschaftlern und Filmliebhabern. Sie schließt Ende des Monats. Bilkes Castagno wirft einen letzten Blick in die Regale voller Klassiker und Raritäten. Das King Park Center Mainz. Hier versteckt sich eine Perle der Mainzer Kulturlandschaft, die Filmpassage. Wer das außergewöhnliche Filmerlebnis sucht, war bisher hier genau richtig. Doch nicht mehr lange. Die Kunden bleiben aus und Inhaber Jürgen Felker-Waldmann muss den Familienbetrieb nach 9 Jahren schließen. Also wenn ich über die Schließung der Filmpassage nachdenke, sind es eigentlich 2 Aspekte, die mich hier berühren. Das eine ist eine emotionale Seite, da tut es einem natürlich leid, das sind die Kontakte zu den Kunden. Auf der anderen Seite das Filmsortiment, was wir aufgebaut haben, auch über den ganzen gesamten Zeitraum immer wieder Filme nachgekauft, um das Sortiment zu vervollständigen. Das wird jetzt auseinandergerissen, das ist schade. Wir wollten einfach ein ganz anderes Filmsortiment als jetzt anbieten, was sonst normalerweise die klassische Videothek vielleicht im Programm hat. Also es ist über das, dass es natürlich ein Wirtschaftsunternehmen ist, ja, wo es darum geht. Ja. Wir haben Verleihvorgänge und das ist alles ganz klassisch. Aber darüber hinaus, denke ich, leisten wir hier auch einen Beitrag für die Filmkultur. Also sind auch Leute von Wiesbaden rübergekommen oder aus weiter entfernt liegenden Stadtteilen. Also nicht nur eben hier Hardenberg ganz begrenzt, ja, wie man das so von der klassischen Stadtteilvideothek vielleicht kennt, sondern dieses Programm hat einfach auch Leute von weiter weg angezogen. Ja. Dennoch gehen die Zahlen stetig zurück. Auch eine räumliche Verkleinerung im letzten Sommer brachte keine Besserung. Lukas Kurstedt arbeitet seit 2 Jahren in der Filmpassage. Er betrachtet das Kundenfeedback auf die Schließung mit gemischten Gefühlen. Das Feedback ist natürlich allseits mit vollem Bedauern, aber es gibt halt den Unterschied. Einmal die Kunden, die wir halt, wo ich sagen würde, das sind Stammkunden, da weiß ich auch genau, dass das Bedauern auch ernst gemeint ist. Und dann gibt es natürlich auch noch die Kunden, die dann in einem Satz sagen, oh, wie schlimm, ihr macht zu, es ist ja ganz traurig. Und im zweiten Satz eben noch hinterher fragen, wann es dann den Verkauf gibt und was es denn dann kosten soll. Und dann weiß ich natürlich, das sind jetzt nicht wirklich Kunden, die aufrichtig irgendwie das Bedauern kundtun, sondern es einfach nur so tun. Und das ist natürlich normal, es ärgert ein bisschen, weil es sehr oft vorkommt, aber kann man nichts gegen tun. Jetzt können wir keine Filme mehr gucken. Finde ich sehr traurig. Ziemlich schade, weil wie oft war man in der Videothek, hat gestöbert, mal irgendwas gefunden, was man vorher nicht auf dem Zettel hatte. Es war einfach volles Ritual für die Familie, wenn es hieß, wir schauen einen Film. Dann sind wir halt hierher gefahren, alle 3 Kinder konnten halt schauen, was es so gibt. Das Institut für Filmwissenschaft der Uni Mainz wird zumindest einen Teil des Filmarchivs übernehmen. Hier arbeitet Dr. Andreas Rauscher. Er nutzt das Sortiment der Filmpassage privat und zur Vorbereitung für Seminare. Auch er sieht die Entwicklung kritisch. Die Schließung der Filmpassage ist aus filmwissenschaftlicher Sicht ein großer Verlust für die kulturelle Szene der Stadt. Gerade weil es dort eigentlich möglich war, aufgrund der historisch organisierten Sammlung der Videothek, sich einen sehr guten, grundlegenden Überblick über die Filmgeschichte zu verschaffen. Für mich persönlich ist es auch ein sehr starker Verlust, da ich von Anfang an dort Mitglied war und es immer sehr geschätzt habe, dass eine wirklich sehr gut, man könnte schon fast sagen, kuratierte Auswahl an aktuellen Arthouse-Produktionen und international interessanten Filmen vorhanden war. Das Schicksal der Filmpassage? Kein Einzelfall. Die aktuelle Lage der Videothekenbranche ist insgesamt problematisch, also sowohl bezogen auf Nischen-Videotheken als auch auf Mainstream-Videotheken. Das konnte man in den letzten Jahren auch sehr gut beobachten. Es gab in Mainz viele Vorort-Videotheken, die über Jahrzehnte existierten, die nach und nach schließen mussten, da einfach nicht mehr das Interesse und der Bedarf da war.
Und vermutlich es auch damit zu tun hat, dass die meisten doch inzwischen über das Internet die Filme beziehen. Ja, ich denke, interessant ist schon, dass man auch, also dass spezielle Angebote auch hier Auswirkungen haben auf unser Geschäft. Also es gab die Plattform kino.de, ja, dann hat man gemerkt, dass es irgendwie einen Rückgang gab. Als die Plattform geschlossen wurde, haben wir auf einmal Kunden wieder gesehen, die wir schon lange nicht mehr gesehen hatten. Also natürlich ist es auch ein bisschen spekulativ, aber auch so Ende des Jahres, wenn dann Sky irgendwelche Pakete angeboten hat, ja, dann haben die Leute dazugegriffen. Das hat man schon gemerkt, da bezahlt man nicht zweimal. Ja. Und dann hat man so ein Angebot zu Hause und dann ja, fehlen diese Kunden eben hier in der Videothek. Also meine persönlichen Lieblingsfilme, das finde ich immer schwierig, so die Top Ten zu benennen. Aber ich mag sehr das europäische Kino der 60er Jahre, also mit Antonioni, Buñuel und anderen. Und was ich auch entdeckt habe, jetzt eigentlich auch erst hier, nachdem wir diese Filme auch besorgt haben in unserem Sortiment, war Bellatar. Also das hat mich sehr fasziniert, vor allem Satans Tango mit seinen 7 Stunden. Das lohnt sich. Am 31. Juli wird die Filmpassage ihre Türen für immer schließen. Wirtschaftlich betrachtet ist es der richtige Schritt für Inhaber Jürgen Felker-Waldmann. Eine Alternative für die Mainzer Filmliebhaber ist nicht in Sicht.